Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, das erste Video jetzt mal in der richtigen 1.35, nicht mehr in der Beta. Wir werden heute mal mit dem Volvo F88 unterwegs sein. Ja, geiles Gefährt, sieht ja nicht hübsch aus und deswegen setzen wir uns mal rein. Wir haben um die 200 Kilometer, ja 195 Kilometer auf der Uhr und dann würde ich sagen, oh komm. Licht an und los cruisen. Ach, ist das herrlich. Ich mag ja solche alten LKWs. Also ich muss ja wirklich sagen, mir gefallen die. Die haben noch so richtig schönen Charakter. Ah, machen wir auf die Luke hier. Und dann cruisen wir mal ein bisschen mit den Oldtimer. Ah, schön. Also ich, ohne Scheiß, wir werden mit diesem LKW definitiv noch eine Tour sehen, ja, also hundertprozentig, ich mag ihn einfach. So, wir müssen aber erstmal schauen, wo fahren wir lang. Wir fahren natürlich wieder eine Strecke, hier lang, Kreisverkehr, okay, alles wie gehabt. Wir werden mal an der Tankstelle hier vorbeifahren, da ist noch ein kleiner Fitzel offen. Wir fahren natürlich jetzt eine Strecke, die wir schon mal gefahren sind. Aber wir machen mal hier so einen kleinen Bogen. Die Zeit, die haben wir. Und hier auf den Rastplatz werden wir auch mal schnell rauffahren. Da haben wir den auch freigefahren. Und dann sind wir da. Jo, so machen wir das. Jo, genau, so machen wir das. Gut, alles klar. So, Blinker an. Und dann gucken wir mal, wie wir mit dem Truck hier zurechtkommen. Ich kann euch noch gar nicht sagen, wann ich dieses Video hier hochlade. Ja. Weil ich nehme das jetzt hier am 8. auf. Das wird wahrscheinlich die Woche danach kommen. Ihr habt es ja mitbekommen. Die 1.35 ist ja nun schon ein paar Tage raus. Es kamen aber trotzdem noch Videos, wo ich in der Beta war. Aber es spielt ja in dem Sinne auch keine große Rolle, weil hat sich ja gegenüber der Beta und der jetzigen Version nichts getan. Mal gucken, ob wir denn zum Wochenende, also wir haben ja jetzt ein Wochenende, auch im Multiplayer wieder unterwegs sein können. Würde mich auf jeden Fall wieder freuen, mit euch wieder unterwegs zu sein. Schauen wir mal. Ach, herrliches Geschoss hier. Charakter-Truck. So, ich hab's Navi ausgemacht. Ja. Es war alles schön und gut. Aber für mich ist das hier immer Laberababa. Und wenn einer quatscht, dann bin ich das. Da vorne ist ja eine Ampel. Und dann reicht es erstmal. Der Blinker ist ja fetzig. Ich habe auch nur 290 PS. Also, ich habe jetzt nicht den stärksten Motor genommen. Der braucht ein bisschen Zeit, um hier zu reagieren. Ich habe die Jazzycat Mods hier drin. Ach, hier ist ein Blitzer. Na gut, der tut mir nichts, der Blitzer. Was ist denn mit dem los? Tiertransport. Junge, 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 Junge. Heute läuft es aber nicht so wie ein Länderspiel, ne? Durch Osteuropa hier. Ja, wo bin ich denn? In welchem Land? Könnt ihr ja mal in den Kommentaren reinschreiben. So, ich denke, jetzt können wir langsam losfahren. Da vorne ist die Tankstelle, die wir nochmal ganz kurz abfahren müssen. Aber das sollte ja nicht so ein großes Problem sein. Wir müssen definitiv auch mal durch England fahren. Und das werden wir auch alles wahrscheinlich in den nächsten Livestreams mal machen. Dass wir denn durch England cruisen, weil da noch einiges an Strecke zu fahren ist, gerade so um London.
Und ich werde dieses Spiel nun endlich auch mal in Richtung, ja, wenigstens mal 90% hinbekommen. So, lassen wir mal ein bisschen reinrollen. Ach, ist wieder schön. Ganz ehrlich, mit so einem alten Truck hier wieder lang zu cruisen, macht mir echt Freude. Läuft. So. Gut. Wir sind wieder auf Strecke. Hinter uns ist die Sonne. Ab und zu muss ich nach ausschalten. Und ja, ich weiß, viele wünschen sich solche Anhänger. Ich auch. Nicht zum Einparken, sondern zum Fahren. Ich mag solche Trailer oder Trailer. Die mit der Deichsel, die Anhänger. Wir werden definitiv auch sowas bekommen. Nur die Frage, wann. Ne? Man sieht es, es funktioniert. Nur die Frage, wann. So, schön. Ja, so richtig schnell ist er jetzt nicht. Ne? 70 km/h dürfen wir fahren. Ich habe, glaube, den Warnton, wenn ich zu schnell bin, den habe ich, glaube, noch an. Aber alles andere habe ich jetzt ausgeschalten. Dass die Großmutter sagt, ja, so und so. Weil ich nehme das Video ja natürlich jetzt am 8. auf. Und am 8. habe ich ja dieses, glaube, mit der Umfrage reingemacht. Soll ich mit oder ohne Navi fahren? Eieieiei. Natürlich jetzt sehr ungünstig, dass wir jetzt hier anhalten müssen. Ah. Hier ist ja ordentlich was los hier, ne? Aber wie viele Kilometer haben wir da noch? 179 Kilometer. Ey, das ist aber... Da sind wir ja so gut wie noch gar nichts gefahren. Ja, wenn dann noch die Werbung jetzt von den ganzen LKWs hier reinkommt. Von Jazzy Cat jetzt. Dann wird das definitiv auch noch ein bisschen abwechslungsreicher. Außerdem muss ich mal gucken. Werden wir ja bald wieder oft beim RTS unterwegs sein. Herrlich. Hui. Bordsteinkanten. Mir sagt jetzt die Firma, die ich jetzt fahre, gar nicht. Aber ich finde sie einfach hübsch. Ich bin schon wieder müde. Ja, also so die Lackierung so mit den Rot-Weiß finde ich echt hat was. Wir fahren jetzt trotzdem rüber. Sieht gut aus. Schöner Truck. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir nämlich gar nicht. Hier unser Garfield, der hier drin sitzt, der wackelt auch schon die ganze Zeit mit dem Kopf. Nichts passiert. Wir fahren schon mal hier rüber. Oh, wie der quietscht. Herrlich. wir haben irgendwie nicht so richtig Glück hier, ne? Hier ist alles irgendwie mit Ampeln und jene Stadt ist die andere Stadt. Und wir haben noch, ja, gerade mal 3 Kilometer seit dem letzten Mal drauf gucken geschafft.
Da siehst du die nächste Ampel. Naja. Müssen wir sowieso rum. Hey, jetzt ist aber gut hier. Ja. War mir jetzt egal. Kann ich nicht andauernd hier anhalten. Ach. So, ich hoffe, jetzt sind wir langsam hier draußen. km/h dürfen wir fahren. Okay. Das kann doch sein, dass ich wollte ja dann auch noch ein paar Folgen machen bezüglich der i3. Vielleicht werden wir dadurch ein bisschen mehr Eurotruck noch sehen. Mal gucken, dass wir da noch so eine Thementour mal reinhauen. Schauen wir mal. Wie das hier alles abläuft. Oh. Das muss ich jetzt mitnehmen. So, schön. Oh, die werden sich bedanken, ey. Hinter mir fahren sie jetzt alle. Der Maximus kommt nicht aus dem Knick. Was ist denn mit dem los hier? Warum steht denn der hier einfach? Pause? Einfach mal schnell die Tankstelle abgefahren. Und ja, welche LKWs wir die nächste Zeit dann sehen. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Mod irgendwie zeige. Das ist auch manchmal so, dann sehe ich den Mod, ach, dann sage ich mir, habe ich schon alles gesehen? Interessiert mich jetzt nicht mehr so. Ah, hübsch. Und ach, kein Bock. Ja, ist wirklich so. Ja, da habe ich manchmal wirklich keinen Bock, dann mich hinzusetzen und dann wegen den LKW XY, da muss ich irgendwie auch richtig Lust haben. Und nicht so eine Qual, jetzt hast du das und das gemacht. Im Grunde genommen haben wir ja alles schon mal irgendwo gesehen. Es sind jetzt kaum irgendwelche Veränderungen, die wir, naja, noch nicht gesehen haben. Ja, ein LKW ist was ganz, ganz Neues. Irgendwo gibt es das alles schon, ne? Daher brauchen wir es auch nicht zu übertreiben. Da wollte ich aber jetzt doch ein bisschen. Da wollte ich aber jetzt ganz schön. Aber das kann doch nicht sein. Überall, wo ich mal was mache. Ups. Eine Fresse, warum ist denn jetzt die Lenkung so harte? Hier, Tankstelle abfahren. Die Zeit nehmen wir uns. Immer, wo ich fahre, ist die Volkspolizei. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist Mobbing. Oh, was ist denn hier los? Okay. So, machen wir an die Luke hier. Was ist da los jetzt hier? Aber jetzt
Wollen wir übertreiben jetzt hier. Dämlicher Ochse. 120 Kilometer offen. Und dann kriegen wir das nicht geschissen hier. Mann, 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 Mann. Na gut. Jetzt muss man ein bisschen Schubrakete geben. Ey, das dauert hier aber auch wirklich sehr, sehr lange. Ne? Also, das muss man ja schon mal. Dann wird die Folge halt mal ein bisschen länger. Junge, 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 Junge. Aber von mir aus könnte ich hier noch eine Weile auf der Standardkarte rumfahren. Es wird natürlich dann wieder die Möglichkeit geben, wenn es dann die Pro-Mods wieder am Start ist, dass ich die dann wieder raufpacke. Aber solange wie die Pro-Mods noch nicht aktiv ist, also für die 1.35, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich habe da jetzt noch nichts gehört. Dann werden wir wieder auf der Pro-Mods unterwegs sein. Aber vorerst fahren wir hier mal eine Runde, ne? Wir haben ja noch einige Kilometer hier abzufahren, die wir noch nicht so gesehen haben. Ja, halt an, ich fahre einen alten LKW. Also, für alle, ne? Ich gebe hier Vollgas. Der ist ein bisschen gemütlicher, der Truck hier. Der ist eigentlich passend für einen Livestream. Schön gemütlich. Keine Hektik, kein Stress. Wie schnell darf ich denn fahren? 60. Okay. Wie schnell fahre ich denn eigentlich jetzt? 50. Ja, das ist halt der Fakt, ne? Ja gut, manche Videos waren ja ein bisschen kürzer. Dann kann das ja ein bisschen länger sein. 150 Kilometer noch. Vielleicht ist ja jetzt nicht mehr so viel, was auf uns zeitlich Einflüsse ausübt. Hier so einen alten Mercedes könnt ihr auch mal wieder fahren. Auf Vorfahrt beachten. Kann warten. Huch. Mensch, wo zurück? Wo ist denn mein Lenkrad? Ah, Mann. Das Lenkrad war total um. Ja. Also, für alle nochmal, ne? Wenn man das Lenkrad dreht hier, ich habe ja hier mein Steuerkreuz, ne? Dann muss man natürlich gucken, wo ist jetzt das Lenkrad? Und ich habe immer noch manchmal diese Anbandlung von meinem alten Lenkrad. Die Knöpfe zu, die drehen sich ja nicht mit, die waren ja an meinen Schaltknopf dran, ne? Ja. Naja. Dann war ein bisschen ab von der Straße. So, gut, die letzten Kilometer, die werden wir auch noch schaffen. Ohne irgendeinen Unfall. Hoffe ich doch. Werden wir bestimmt mal mit dem Truck noch eine andere einsame Tour machen. Aber da werden wir wahrscheinlich nur 150 Kilometer machen. Und jetzt haben wir hier so ein Trottel hier vor uns, der nicht aus der Seeche kommt. Jetzt fährt er wieder. Mann, Mann, Mann. Hey, schöne Gegend hier mit den Bäumen, alles so, ne? Ja, hübsch. Fällt mir. 50 dürfen wir nur. Warum das eigentlich?
Ist auch kein Mensch. Ach so, wegen der. Da vorne. Hoffentlich will der jetzt nicht rumfahren. Nein! Ach, hör doch auf. 85 Kilometer vom Ziel macht er hier so einen Faxen hier. Tui-Bus. Da vorne kommt einer. So, schön. Haben wir das ruhig geklärt. Wie der überhaupt nicht aus dem Knick kommt, der Truck, ey. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen ich hier drin habe. 22 Tonnen. Hm? Was? Eiskaffee in Dosen? Ah ja. Muss ich ja sagen, 22 Tonnen ist für den LKW auf jeden Fall. Das ist schon mal was. Ja, dann kommt ja noch das Gewicht vom Truck noch dazu, ne? Dürften jetzt 80 hier fahren. Naja, fahren wir jetzt nicht ab hier. Wir haben Zeitverzug und Abfahrtsplan. Dämlich. Es kann doch nicht sein, dass der hier mit seinem LKW sich vordrängelt. Na gut, der ist sowieso weg. Erstmal meckern. Ja, noch ein paar Kilometer schaffen wir. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Ich bin gespannt, in was für eine Stadt wir das abliefern. Was es da Schönes noch zu sehen gibt. Fahren wir erstmal über eine herrliche Brücke, eine Stahlbrücke. Ach, und für Eisenbahn. Ja, ich kann mich erinnern. Hier bin ich schon ein, zwei Mal rübergefahren. Das hatten sie, glaube ich, damals auch als auf den Bildern, ne? Uiuiuiuiuiui, was ist denn hier? Hier ist ja alles Feuer und Flamme, wa? Ja, guck mal hier. Eieieiei. Hashtag Gaffer, ne? Hier brennt's ja. Eieieiei. Voll aufgefahren. Und der Audi ist in Brand geraten. Naja, müssen dann noch die Feuerwehr. Aber da kümmern die sich wahrscheinlich. Oh, nö. Mal wieder eine Ampel. Naja, gut, halten wir mal an. Na, hier gibt es ja wirklich viele Ampeln, ne? Bestimmt ein Auffahrunfall wegen der Ampel. Hat sie alles gestaut? Nicht richtig aufgepasst. Zack, zack. Zack, zack ab. Dann rum hier.
Also, ich weiß gar nicht, ob ich diesen LKW schon mal real life gesehen habe. Jetzt sind wir definitiv auf den letzten Metern. Ja. Vorne noch mal rum und dann sind wir da. Ja, 27 Kilometer noch. Herrlich. Trucker Maximus macht wieder Sonderschicht. Sonderschicht in Osteuropa. So sieht's aus. Also die Langstrecke hier, was wir hier fahren, ne? Eigentlich ist es gar nicht so eine lange Strecke, aber es ist halt doch mit dem Truck verhältnismäßig. Lange hält man sich hier auf. Aber ich denke mal, der Großteil wird sein, dass man hier auch viel Ampelverkehr hat, ne? Und Landstraße, wir sind ja eigentlich, sind wir ja überhaupt Autobahn gefahren? Nee, ne? Das frisst doch definitiv mehr Zeit, als man das, sich das vorgenommen hat. So, ich schätze mal, wir sind gleich da. Ah, schöner Wohn hier, ne? Also hier ist noch ein bisschen was frei. Was ist denn das hier? So ein Silowerk, ne? Ja, Silo. Da wird es auf jeden Fall auch mal wieder interessant, ob da jetzt mal was Neues kommt, ne? Ein neuer Trailer, so eine Silo-Trailer. Für Kraftfutter für die Tierchen. Okay. Okay. Ja, wir sind ja in Osteuropa, die fahren so. Das gefällt mir ja hier. Das sieht so richtig schön osteuropamäßig aus hier. Hier immer überall noch so ein Denkmal. Hier haben wir noch den Friedhof. Na, warum nicht? So, da vorne, endlich sind wir da. Hier gibt's gar keinen Bürgersteig für die Leute, wa? Doch, da hinten. Alles klar. Ach, guck mal, hier ist ein alter Ford hier. Dieses rundgelutschten Ford. Trotz frech erstmal überall die Vorfahrt genommen. Uch. Hätte ja auch mal Bock mit so einem W50 hier mal lang zu fahren. Gab ja mal so einen Mod, aber der war ja eher doch schlecht, ne? So, Freunde, wir haben es geschafft. Da vorne kommt die Bahn. Interessiert uns jetzt auch nicht mehr so.
und jetzt geben wir das einfach mal ab. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal so eine, ja, doch längere Tour mit dem Truck. Und ohne Scheiß, ich will da gerne noch eine Tour machen. Und vielleicht sehen wir ja durch die E3, ja, Messe, werde ich vielleicht noch mal eine Thementour irgendwie reinhauen, wo wir dann ein ja, Hersteller so ein bisschen durchgehen, ne? Also mal schauen, weil heute ist ja EA dran, ne? Heute am 8., wo ich da aufnehme. Wenn ihr das Video wie seht, weiß ich nicht. Also, bis dahin mache ich erstmal einen Fisch. Wünsche euch was, haut rein, macht's gut, bye bye.